Papa bringt den Müll weg. So, wir laufen jetzt zum Minidisco. Selina und der Freund kommen nach. Ich glaube, es ist 20 Uhr jetzt. Irgendwie. Tropft, ne? Hoffentlich regnet es nicht richtig doll jetzt. Diese Häuschen zum Beispiel, 432, falls ihr da buchen möchtet. Die sind richtig cool, weil die sind, da ist direkt der Pool gleich, da vorne. Und die sind voll groß. Richtig cool. Das sind auch solche großen Häuschen. Ja, hier ist schön, gell? Also hier kann man Wäsche waschen und da oben, das dritte, sogar Trockner. Das dritte von oben ist immer deutsch. Ja, sehr gut. Habe ich vorher nicht gesehen. Ja, und da. Ich wasche morgen auf jeden Fall. Da ist Waschmaschine und da ist links. Hier musst du links. Sehr hier, gut. Hier steht, Soap is already inclusive. Okay. Damit du dir hier die Zeit vertreiben kannst, haben sie hier noch ein Snack okay. Ah, kann ich einen Kaffee trinken in Ruhe? Dann habe ich doch morgen 10 Minuten für mich allein. Hier, use only 5 and 10 Setze ich Euro. Mich hin und warte auf die Wäsche, oder? Ja. Gute Idee. Selina wird wieder so ein Kind hier und lässt sich hier Spielzeug aus dem Automaten raus. Das ist süß. Leonie wollte die. Das sind Leonie ihre. Ach, Leonie wollte ja. Die. Ich dachte, du. Nein. Süß. 4 Euro. Nein, nicht wieder auf den Boden. Ich zieh dir die Schuhe hin. Alles voller Sand jetzt. Wollen wir auch Zuckerwatte, Leonie? Deswegen sitzt hier keiner. Oh mein Gott. Das springt jetzt. Springt das gleich ins Gesicht. Du musst ihn da hinten ansehen. Was denn? So nice spot we can. Alle so müde. So, wir sind heute am Pool mit den zwei Kleinen, also ich mit den Kleinen und die Großen fahren mit Papa nach Verona. Denn vorgestern haben wir uns dann umentschieden, sind dann zum Gardasee gefahren, habe ich gar nicht mehr erzählt. Und wir machen uns jetzt einen schönen Tag hier am Pool. Im Babybecken. So toll gemacht hier. Richtig süß. Und später gehen wir dann zum Großen. Gell? Okay, mit Lukas und Selina. So, wollen wir ins Wasser? Jetzt ist das Boot weg. So, wir haben es jetzt ganz schnell ins Häuschen verpieselt. Denn, hört ihr das? Es donnert und blitzt. Wir müssen sowieso alle aus dem Wasser raus. Oh, hier sind wir geschützt, gell? Wir essen gerade eine Melone. Zusammen. Und jetzt macht gleich einen Mittagsschlaf, glaube ich. Wir haben auch schon ganz viele schöne Bilder bekommen aus Verona. Ach, ich sehe so schlimm aus. Ich habe gestern vergessen, Sonnencreme aufzutragen und Rosacea und Sonnenstrahlen machen das hier. Also echt Wahnsinn. Naja.
Wir haben ja übrigens ein größeres Häuschen gebucht gehabt, also so wie das hier, was gegenüber steht. Das ist so ein größeres, das zeige ich euch in diesem Vlog noch. Dann Selina und ihr Freund wohnen ja jetzt in diesem Haus, denn wir hatten ja getauscht, denn das Häuschen ist ja ganz oben auf dem Berg. Und das ist halt jetzt ein bisschen eng, aber ich glaube, wir müssen nicht den Berg hochkommen. Und Selina und ihr Freund sind ja jung, macht ihr nichts aus. Falls wir nochmal herkommen, nah am Pool. Da haben wir uns schon die Nummern gemerkt hier und fotografiert, weil die Anlage ist echt super. Ich zeige euch später mal die Poolanlage, also den Kinderbereich, wo wir heute waren und gestern. Das ist alles aus Gummi, das heißt, wenn die Kinder ausrutschen, kann nichts passieren, das ist alles gepolstert. Also auf jeden Fall richtig mitgedacht, dass den Kindern nichts passiert. Jetzt regnet es richtig doll. Die jetzt ein bisschen zudecken, gell? Ich brauche eine Decke. Hast du auch eine Decke? Ja. Laut. Oh oh, hoffentlich Papa und die anderen schon im Auto. Der Roy hat mir gerade geschrieben, der fährt mit den drei Großen durch den Hagel. Sind das hier auch so Hagel? Ja. Oh Gott. Boah. Hat richtig geblitzt. Das ist so laut. Ich hoffe, das Dach geht nicht kaputt. Und Elias schläft in Ruhe. Die werden immer größer, die Hagelkörner. Oh mein Gott. Also. Schatz. So, also alle heile angekommen aus Verona. Hagel überlebt. War richtig übel. Müssen dann später gucken, wie das Auto aussieht. Papa hat italienische Windeln hier für den. Was süß mit Autos. Für den Elias. 2,99 so eine Packung mit 30 Stück. Oder was? 30? Ja, voll süß. Und die Jungs holen jetzt Mama, Pizza. Weißt du was? Ja, mein Schatz. Ich will auch für welche Windeln. Was? Bist du kein Baby? Ich will auch. Elias, komm! Ja. Guckst du? Es regnet, hört gar nicht mehr auf. Komm! Leonie hat sie jetzt rausgeholt. Die sind alle verschieden. Mit verschiedenen Motiven, total süß. Ich nehme die und die da. Ja, kannst du sortieren, ne? Magst du ja sortieren mit okay. Autos. Das kann ich nicht nehmen. Hier. Pferdchen. Süß. So, jetzt gemütlich bei Regenwasser. Bei Regenwasser, bei Regenwetter. Lecker. Gibt's Pizza. Ich mag die da gestern. Ja? Kannst beide probieren. So, es hat aufgehört zu regnen. Jetzt machen wir eine Runde. Ich hoffe nicht, dass es donnert und blitzt nochmal. Ich habe nämlich Angst vor Gewitter. Wieso sehen eigentlich die Böden von den anderen so sauber aus? Habt ihr keine Kinder dabei? Wahrscheinlich. Und die Häuschen sind auch hübsch, gell? Aber die sind halt offen. Halt offen mit Kinder und Hunde da, nicht so die sind gut. Zu.
Ja, ah ja, stimmt. Die sind zu, die sind offen. Excellence, die kann man auch nehmen. Ja, die sind auch cool hier. Weil die sind halt ein bisschen größer, ne? Ja. Oder? Komm, die sind alle, ja, die sind alle größer hier. Ja, die sind, glaube ich, doppelt so groß. Oh. Hallo. Oh, guck mal, wie lieb der ist. Süß. Das war ein Männchen. Ja. So ein. So einen hast du. So einen bunten Ball, wie die haben. Guck mal, alle Farben. Elias, ja, seine Mütze war auf dem Wäscheständer und da ist alles nass geworden, weil das Dach undicht ist. Die ganze Terrasse ist nass. Ja, stimmt. Aber hier sind ganz viele Grille. Ja. Barbecue. Mama, so sieht es süß aus. Ja, unser Englisch ist echt super, haben wir wieder fast festgestellt, ne? Hier in der Rezeption. War lustig, mhm. Auf jeden Fall. Bis ich dann festgestellt habe, dass die Dame an der Rezeption aus Polen kommt, konnte ich mich auf Polnisch unterhalten. Also mein Polnisch ist auf jeden Fall besser wie Englisch. Deswegen war das super. Praktisch. Da kommt noch ein Hund. Also Hunde sind hier auf jeden Fall erlaubt. Und ganz viele Hunde. Mom, da ist eine Rutsche. Ja, aber die ist jetzt nass, Mausi. Es sind halt alles verschiedene Anbieter. Wir haben jetzt hier stinkt's, ja. Hier stinkt's. Wir haben jetzt zum Beispiel Eurocamps, ne? Was gibt's noch? Hu. Hu. Also einfach nur HU. Das sind hier meistens diese neueren Häuschen. Wie das hier zum Beispiel. Ja, ich glaube, es fängt wieder an zu tropfen. Wir haben keinen Schirm mit. Mama, fahr mit hin. Einfach da spazieren. Mama, ich will zum Pool. Zum Pool, ja, ich weiß. Ist bestimmt geschlossen. Jetzt bin ich extra hergelaufen, um euch das zu zeigen, dass das hier alles so gepolstert ist aus Gummi, vielleicht sieht man das sogar. Ist nämlich geschlossen, weil vorhin Gewitter war. Muss Pipi, dann los. Da hinten sind Toiletten. Das sieht man. Ist alles so gepolstert, dass nichts passieren kann, wenn die Kinder hinfallen. Richtig toll. Ja, ich hab's schon gehört, ich komme. Hier eng angeln die Kinder. Der Angel, das ist eine Angel. Also hier ist die Unterkunft. Hier kann man hier auf die andere Seite. Das ist eine kleine Brücke. Und dann ist dieser, was ist das hier? Micho heißt er, glaube ich. Welt. In der Wald. Micho. Ja. Hier warst du gestern mit Papa im Dschungel? Ja. Ist ganz vor, wo das... Hier und dieser ist. Weg führt bis zum Gardasee. Ja. Bis zum Gardasee. Kann man mit dem Fahrrad fahren, hat der Mann mir erzählt. Brücke. Ja. Wollten eigentlich eine Fahrradtour machen, aber... Da steht ein Privato. Ja. Da ist ein Traktor. Aber man kann das besser fahren. Ja, hier kannst du richtig super fahren, ne? Ja. Tolle Wege. Das Wasser ist so türkis, ne? Ja. Hier war der Roy gestern schon spazieren. Im Dschungel. Der Fluss ist richtig hoch. Durch das Unwetter. Wow. Roy, langsam, Schatz, langsam. Also zum Spazieren gehen und Fahrrad fahren, das ist echt toll. Ja, ist echt schön. Da stehen sogar Palmen, Leonie, im Dschungel. Guck mal. Und da ist eine Schnecke, guck. Siehst du? So nicht I. Nee, Feigen.
Stimmt. Da sind auch ganz viele dran. Guck mal, da oben. Ja. Cool. Da kommen wir leider nicht dran. Da rührt übrigens Latschen an, weil seine Schuhe komplett nass sind vorhin. Eine riesen Pfütze gesprungen, als er aus dem Auto aussteigen musste. Na, hoffentlich werden deine Schuhe trocken noch. Nee, ich glaube nicht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, hier, weil hier bin ich dann umgedreht. Okay. Was ist jetzt privat, das oder das? Aber wenn die da hochgehen. Da lang? Hier steht ja 200 Meter, ist so ein Café, so ein Geheimnis. Ja. Tiffany. Sollen wir gucken? Ich glaube hier. Leonie, guck mal. Was ist das? Brennnessel. Ja, die magst du, gell? Nee, jetzt weißt du Bescheid. Im Garten musste sie nämlich die Erfahrung machen, dass sie ein bisschen Aua machen. Wo sind Ziegen? Die gucken zu uns. Vielleicht kommen sie runter. Wir sind den ganzen Berg hochgelaufen. Wo sind wir? Irgendwo, ich kann nicht mehr. Wir haben uns jetzt mal abgewechselt mit den Kinderwagen. Wo die Apotheke ist? Okay. Oh. Hübsch. Wir fahren zu viele Autos. Hier ist kein Weg. Also ist deswegen die Apotheke um die Ecke da. Oder gehen wir jetzt um. Noch weiter? Laufen den Weg zurück. Wir suchen die großen Kinder. Die sind bestimmt, da sind sie ja, an der Tischtennisplatte. Es ist immer so voll. Bei den Tischtennisplatten sind 3 Stück. Hier guckt der Papa später Fußball. Und ich habe jetzt zum Smoothie bestellt hier. Und Leonie hat Süßigkeiten natürlich hier entdeckt. Muss aber stark ziehen. Richtig kräftig ziehen. €5 übrigens für Smoothie hier. Das ist gut. Schmeckt's? Ja, kalt, aber gell? Ist kalt. Jetzt fahren wir zu Selina und Lukas und Johann. Nee, und die gleich kommen laute Musik. Gleich ist Minidisco wieder. Was hat Leonie gesagt gestern? Das ist so laut. Das ist aber wirklich laut. Ja, hat's auch nicht auf. Ja. Ich find's auch so laut. Hier gibt's eine Lichterkette. Wir können es ja ein bisschen weiter wegstellen heute. Hm? Hier gibt es eine Lichterkette. Lichterkette? Ach, da ja. 13,90 €. Ja. Kräftig drehen, nein, eine andere Richtung. Nein, andere Richtung. Kräftig. Und was hat ihr? Eine Dose. Hier, wieder. Ja. Soda-Dose. Süß. Auto. Überwagen.